Hallo Anja hier von Torte Mich, neues Tortenset, neues Glück. Wir haben das Tortenset Bierkrug ganz, ganz neu im Shop und wie immer zeige ich dir jetzt in diesem Video, wie diese Torte Schritt für Schritt gemacht wird. Und weil das Tortenset Bierkrug ganz neu ist im Shop, möchten wir natürlich das auch verlosen. Wie du das Tortenset Bierkrug gewinnen kannst, erfährst du später im Video. Und nein, wir packen es nicht ans Ende des Videos, dass du ganz schlau jetzt ganz nach hinten spulen kannst. Wir werden es irgendwo im Video verstecken, bis hin dafür musst du schon was tun. So, und dann begleite mich mal jetzt beim Machen dieser Torte. Bis dann. So, danke fürs Dranbleiben. Ich bin Anja von Torte Mich, hatte ich ja eingangs schon gesagt. Wir sind buchstäblich die Rettung für verzweifelte Mamis, Papis, Omas, wo sich das gute Kind doch gerne mal eine schöne Elsa-Torte zum Geburtstag wünscht und ihr innerlich sieben Tode sterbt, weil ihr einfach keine Ahnung habt, wie ihr eine aufwendige Motivtorte macht. Bei uns gibt es das alles in einem Komplettset nach Hause geliefert und in so einen schlauen Videos wie diesen hier zeige ich dir immer Schritt für Schritt, wie diese Torte gemacht wird. Heute geht es also um das Tortenset Bierkrug und für das Tortenset Bierkrug brauchst du folgende Sachen bzw. sind folgende Sachen auch in deinem Tortenset enthalten. Im Tortenset enthalten ist das Tutorial mit der extra Portion Liebe, 6 Backformen mit einem Durchmesser von 15 cm, der riesengroße Biercake-Topper bestehend aus transparentem Acryl, 500 Gramm Vanille-Biskuitteigmischung, 3 Packungen Vanilletorten-Cremepulver, eine Packung weißer Fondant, ein Döschen mit Speisestärke, zweimal Lebensmittelfarbe, einmal in Gelb und einmal in Rot, ein Pinsel, 2 Cake-Pop-Stiele und ein Scraper. So, dieses Gesamtpaket kommt also zu euch nach Hause, erspart euch also eine Menge Arbeit, eine Menge Kopfschmerzen, euch das alles selber zu besorgen und zu überlegen. Es gibt 3 kühlungsbedürftige Sachen, aber die müsst ihr euch selber besorgen. Und in diesem Fall sind es 7 Eier der Größe L oder 8 Eier der Größe M. Du brauchst noch 3 Stück Butter und dann noch 300 Milliliter Milch. Und an Haushaltsutensilien gibt es gar nicht so viel zurechtzulegen. Bitte such dir mal ein scharfes Messer raus. Und dann, wer hat ein Buttermesser, beziehungsweise noch viel, viel besser wäre hier eine Winkelpalette und dann noch ein handelsüblicher Teelöffel. So, dann lasst uns starten. Bei diesem Tortenset müssen wir ein bisschen Vorarbeit leisten, das heißt, ihr müsst ein bisschen Zeit einplanen für Trockenzeiten. Und zwar, wenn das Tortenset nach Hause kommt, dann nehmt ihr euch bitte euren Fondant vor. Das Ganze könnt ihr schon 2 Wochen vorher machen. Eine Woche vorher, spätestens dann aber 2-3 Tage vorher. Wie gesagt, nehmt euch jetzt den Fondant raus, teilt den bitte in der Mitte und aus der einen Hälfte machen wir jetzt den Griff unseres Bierkruges und aus der anderen Hälfte haben wir in diesem Beispiel 2 Herzen geformt. Euch steht frei, was ihr daraus machen wollt. Halbiere jetzt deinen Fondant, knete den schön durch und damit das Ganze nicht so auf der Arbeitsoberfläche klebt, hast du noch ein bisschen Speisestärke in deinem Set. Bitte feinstäubig auf der Arbeitsoberfläche verteilen. Dann rolle den Fondant jetzt bitte aus zu einer länglichen Wurst und dann hast du hinten in deinem Tutorial eine Form, eine Schablone vom Griff. Das heißt, um für dich jetzt eine gute Orientierung zu bekommen, wie groß der Griff sein soll, leg jetzt deine Nudel, deine Wurst gerne auf diese Form, damit du siehst, aha, jetzt habe ich langsam die richtige Größe erreicht. Gerade die Enden bei deinem Griff sind oft bestimmt nicht so scharfkantig. Das sollten wir jetzt noch machen. Bitte schön mit einem Messer abschneiden. Diesen kleinen Rest an Fondant bitte gerne aufbewahren und in Frischhaltefolie einpacken. Den bräuchten wir vielleicht später noch, um die Herzen oder was auch immer du an zusätzlicher Deko machst, auf deinem Cakeboard zu montieren. Dann hast du 2 Cake-Pop-Stiele in deinem Set. Diese jetzt bitte an die Enden der Griffe einfach reindrehen, möglichst so tief es geht. Und dann muss das Ganze jetzt einfach nur ruhen und liegen bleiben. Das Ganze trocknet jetzt bitte mindestens über Nacht. Wie gesagt, besser sind 2 Nächte, 3 Nächte, 4 Nächte. Je mehr Zeit ins Land verstreicht, desto härter wird das Ganze. Und aus der verbleibenden Hälfte haben wir jetzt 2 Herzen geformt, weil wir dachten, naja, im Regelfall machst du es jetzt vielleicht für deinen liebsten Mann. Und wenn du schon so viel Arbeit machst, dann denken wir, dass du den sehr, sehr lieb hast. Deswegen dachten wir, passend wäre jetzt 2 Herzen. Wenn du aber sagst, nee, ich mag lieber eine Brezel, dann kannst du natürlich jetzt auch hier eine Brezelform passen zum Oktoberfest. So, die verbleibende Hälfte haben wir jetzt so geteilt, dass 2 Drittel für ein größeres Herz gedacht sind und 1 Drittel für ein kleineres Herz. Die kleinere Hälfte haben wir dann auch noch mit einem Mini-Tropfen Rot eingefärbt. Rot hast du ja in deinem Set. Ja, und jetzt forme gerne 2 Herzen draus. Auch hier hast du in deinem Tutorial hinten 2 Formen, dass du eine Zucker-Guideline hast, wie groß die Herzen sein sollten. Hier ist es schon so, investiere gut Zeit ins Modellieren deiner Herzen. Gerade oben kannst du gerne mit dem Messer eine Kerbe reinschneiden und dann geh wirklich so schön um dein Herz rum, dass es plastisch wird, 3D wird.
Wenn die Herzen fertig sind, bleiben auch die liegen mindestens eine Nacht, gerne länger. Später kommt hier noch Farbe drauf. Jedenfalls in unserem Beispiel haben wir das Ganze noch bemalt. Da sollte das sehr hart werden. Da hilft es, wenn es 2-3 Nächte schon trocknet. So, die ganze Fondantarbeit ist jetzt vorbei. Jetzt geht's ans Backen. Mit dem Backen startest du ca. 2 Tage vorher. Kannst du auch einen Tag vorher machen. Und dazu nimmst du dir bitte dein Biskuit aus deinem Set und rührst den bitte mit den Eiern und dem Wasser zu einem glatten Teig. Achtung, Achtung, Achtung. Hier ist es wirklich wichtig, dass ihr Zeit investiert in das Rühren. Gut ist natürlich, wenn ihr eine Küchenmaschine habt und die euch die Arbeit abnimmt, bitte wirklich gut und gerne 8-10 Minuten mixen. Der Teig muss an Volumen gewinnen. Er muss sich wirklich verdoppeln. Erst durch das Schlagen des Teiges kommt hier Luft rein. Dadurch wird der Biskuit später auch schön fluffig. Wenn ihr wirklich hier spart und nur kurz mal umrührt, wird euch der Teig nicht aufgehen. Nach diesen besagten 10 Minuten fehlt jetzt nur noch die extra Portion Liebe. Die hängt deinem Tutorial an. Die bitte noch reinstreuen. Umrühren. Et voilà, deine Torte ist automatisch voller Liebe. Wer jetzt noch Lust hat, kann dem Teig beispielsweise Aromapasten zufügen. Die haben wir im Shop. Gebt dem Ganzen nochmal eine andere Geschmacksrichtung. So, und dann füllst du das Ganze jetzt in deine Backformen. Bitte parallel schon mal den Backofen vorheizen auf Ober- und Unterhitze. Auch hier liegt gerne meine Fehlerquelle. A, wird nicht lange genug vorgeheizt. Auch das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und auch hier bitte darauf achten, dass du Ober- und Unterhitze benutzt. Beispielsweise keine Heißluft, keine Umluft. Das ist nicht gut für den Biskuit. Fülle das Ganze jetzt bitte gleichmäßig in deine 6 Backformen. Du hast in deinem Papiertutorial eine circa Angabe, wie viel Teig pro Schale rein muss, damit das Ganze gleichmäßig wird. Das Ganze geht jetzt sicherlich in 2 Durchläufen in deinem Backofen. Einmal 3 Formen und danach nochmal 3 Formen. Die entsprechenden Backzeiten hast auch du hier in deinem Papiertutorial. So, wir stellen uns jetzt einfach mal vor, wir sind jetzt 2 Tage vor deinem Ereignis, also 2 Tage bevor die Torte fertig sein soll. Dann könntest du jetzt hier Schluss machen und erst am Folgetag dann weitermachen. Und am Folgetag würde ich sagen, machen wir die Tortencreme und alles weitere, aber ich würde morgens früh dann gleich mit deiner Deko starten, wenn du denn etwas noch malen möchtest. Du hast einen Pinsel in deinem Set, auch wir haben hier noch gemalt. Wir haben jetzt beispielsweise auf dem Herz noch einen Namen geschrieben. Ja, und haben Pünktchen gesetzt und Herzchen gemalt, weil wir es einfach schön fanden. Wie du das Ganze gestaltet, steht dir natürlich auch frei. Man kann ja auch nur eine Zahl reinschreiben, ja, wie das individuell für dich dann und den Beschenkten passt. Wichtig ist aber nur, dass die Farbe auf der Deko auch noch Zeit braucht, um zu trocknen. Und wenn du später anfassen willst und musst, dann sollte die Farbe trocken sein. Also als erstes jetzt bitte deine Deko bemalen und dann nochmal weiter liegen lassen. Und dann startest du als nächstes mit der Tortencreme. Du brauchst ja insgesamt 3 Stück Butter, aber wir arbeiten jetzt erstmal mit 2 Stück Buttern und 2 Beutel Tortencreme. Bitte gebe die in den Mixer. Auch hier bitte geduldig erstmal die Butter nur rühren, ohne was zuzufügen. Gut und gerne 5-6 Minuten bzw. vielleicht sogar länger. Die Butter muss weißlich werden. Wenn das passiert ist, nimmst du dir bitte deine 2 Beutel Tortencreme, gib sie bitte vorsichtig rein und schlägst erstmal auf kleinster Stufe. Und dann erhöhst du auf die höchste Stufe. Und nach weiteren 5-6 Minuten nimmst du dir bitte von den 300 Milliliter Milch 200 Milliliter ab. Kippst die bitte rein. Auch erstmal auf kleinster Stufe mixen, rühren. Und dann ist nach weiteren 5-6 Minuten deine Tortencreme fertig. Auch hier ist natürlich die Möglichkeit, mit Aromen zu spielen. Wenn du Lust hast, dann schau gerne bei uns mit im Shop. Da haben wir eine Vielzahl an Aromenpasten. Die könntest du jetzt noch deiner Tortencreme hinzufügen. Ansonsten ist es eine sehr, sehr leckere Vanillepudding. Buttercreme. Viele Kunden schreiben uns immer, dass sie sehr überrascht waren, weil sie sehr, sehr lecker war. Und was viele, viele sagen, sie fanden sie angenehm. Wie sagt man es am besten? Sie fanden es angenehm, dass sie nicht so süß war. Als nächstes müsstest du die Tortencreme jetzt noch einfärben. Du hast halt Gelb und Rot in deinem Set. Bitte gebe als erstes Gelb zu deiner Tortencreme und rühre das Ganze erstmal. Dann schaust du, wie intensiv die Farbe ist und gleiche bitte auch immer mit deinem beigefügten Cake-Topper ab. Da ist ja so, dass aus dieser Flasche schon Bier rauskommt und diesen Gelbton sollten wir dann auch erreichen. Das Gelb selber ist eine Art, würde ich sagen, Maisgelb. Das trifft nicht die Farbe des Cake-Toppers ganz. Deswegen hast du noch Rot in deinem Set. Aber bitte Achtung, Achtung. Die dominante Farbe hier bei der Tortencreme sollte Gelb sein. Also wirklich erst Gelb reinmachen. Schauen, wie es aussieht. Und dann gibst du bitte ein Müh an Rot noch rein und arbeitest dich dann langsam vor, bis du sagst, okay, das Ergebnis ist jetzt wirklich matchy-matchy mit meinem Cake-Topper hier. Es ist auch nicht schlimm, wenn die Tortencreme etwas heller ist.
als denn der Cake-Topper, weil später, wenn du dann noch deine Torte eindeckst und glatt streichst, wird die Farbe noch intensiver. Wenn die Tortencreme fertig ist, dann lass die uns mal aufteilen, damit du ein besseres Gefühl hast, wie viel Menge darfst du pro Arbeitsvorgang denn benutzen. Ganz, ganz simpel ist es einfach, du nimmst erstmal 2 Schüsseln Teller und halbierst die gesamte Portion Tortencreme. Gleichmäßig aufteilen. Und von einer dieser Portionen nimmst du dir jetzt bitte nochmal in eine extra Schüssel 4 bis 5 Esslöffel Buttercreme ab. Ich erkläre dir jetzt auch, wofür diese einzelnen Portionen sind. Die eine Portion ist zum Stapeln deiner Torte gedacht, also Boden, Tortencreme, Boden, Tortencreme. Der zweite größere Teil an Tortencreme ist dann zum äußeren Eindecken deiner Torte gedacht. Und die verbleibenden 4 bis 5 Esslöffel Tortencreme sind dafür gedacht, dann die Vertiefung in dem Bierkrug dann nochmal mit Tortencreme zu bestreichen. Hier aber auch schon mal der Hinweis, wenn du aus Vorgang 1 natürlich noch Tortencreme über hast, also vom Stapeln bleibt noch Tortencreme übrig, dann kannst du sie natürlich gerne für die folgenden Vorgänge noch benutzen, weiter benutzen. Hat ja alles die gleiche Farbe. Als nächstes holst du dir bitte deine Kuchen aus dem Kühlschrank, hatte ich gar nicht gesagt. Am Tag vorher waren ja die Böden schon fertig, die packst du dir bitte gerne in Klarsichtfolie und packst sie dann in Übernacht in den Kühlschrank, da können sie schön ruhen. Die nimmst du dir jetzt also raus. Wenn sich am Vortag nach dem Rausholen aus dem Backofen schon überhalb der Form eine Haube gebildet hat, dann hättest du die gleich mal abnehmen können. Und zwar nimmst du dir dazu ein langes Brotmesser. Gehst bitte oben mit einem Brotmesser entlang. Der Rand der Schale gibt dir eine gute Führung hier. Wenn diese Haube sich nicht oberhalb deiner Form gebildet hat, dann können wir das jetzt noch nachträglich machen. Löse jetzt einfach erstmal die Böden aus der Form. Dazu reißt du sie einfach ein und holst die Böden raus. Du könntest jetzt nachträglich nochmal die Haube abnehmen, indem du mit einem Brotmesser parallel zur Arbeitsoberfläche jetzt hier leicht Haube abnimmst. So, jetzt geht es um das Gewinnspiel. Du hast die richtige Stelle gefunden, wo ich dir erkläre, wie du das Tortenset Bierkrug denn gewinnen kannst. Juti, und dieses Mal wollen wir es euch nicht so einfach machen. Sonst war es ja immer so, dass wir gesagt haben, ja, hebt einfach den Arm, kommentiert unter dem Video, ich will, ich will, ich will. Und schon war es fast euers. Ja, und diesmal dachten wir uns, nö. Wir überlegen uns mal was passend zum Thema. Und zum Thema Tortenset Bierkrug dachten wir uns, wir freuen uns entweder über schlaue Trinkweisheiten, Alarm, Bier auf Wein, das lass sein. Vielleicht benutzt du nicht gerade die, weil die schon ein bisschen ausgelutscht, aber vielleicht gibt es ja andere, die wir noch nicht kennen. Oder lustige Trinksprüche, die uns als auch unsere Leser und User dann oder Community dann gerne erheitern. Oder vielleicht fühlst du dich beflissen und sagst, nö, da hau ich jetzt einfach mal ein Gedicht hin zum Thema Trinken, Alkohol, Bier, whatever. Wie auch immer, du kannst auch natürlich gerne das Internet bemühen und dich mit fremden Federn schmücken. Hauptsache es bereichert uns, Hauptsache es, wir glucksen etwas drüber oder denken uns, Mann, da hat ja jemand ganz schön Zeit reingesteckt, nicht schlecht. Und für das Ganze hast du ca. 2 Wochen nach Veröffentlichung dieses Videos Zeit. Teilnahmeschluss ist der 24. Oktober 23:59. Ich hoffe, ich habe nichts durcheinander gebracht. Bis dahin müsst ihr einen Kommentar unter diesem Video hinterlassen haben. Es gelten nur Kommentare unter diesem Video und wir werden dann am Folgetag oder an den Folgetagen den Gewinner auslosen und dann auch hier bekannt geben bzw. auf unseren Social Media Kanälen. Und dann hoffe ich, dass du das auch liest. So, dann haut mal rein in die Tasten. Wir lassen uns gerne überraschen, was ihr denn da Schönes zustande bringt. Die Daumen sind gedrückt. Eure Anja. Wenn du deine 6 Böden fertig hast, dann können wir jetzt auch schon loslegen, den Bierkrug zu stapeln. Bevor wir starten, nimm dir jetzt bitte ein Cakeboard. Wir nehmen gerne Cakeboards oder halt einen Kuchenteller, eine Kuchenplatte, auf das das Ganze dann rauf soll. Bitte vermeide es, später die Torte nochmal umzusetzen. Wir haben eine Vielzahl an Cakeboards in unserem Shop. Wir haben uns jetzt entschieden zwischen Gold, Holz und Schwarz und fanden eigentlich Holz am besten. Nimm dir jetzt bitte die eine Portion Tortencreme vor, die zum Stapeln gedacht ist. Gib bitte etwas Tortencreme auf dein Cakeboard und dann legst du deinen ersten Boden auf. Dann gibst du bitte Tortencreme drauf. Und dann haben wir jetzt schon unzählige Videos, gerade aus der Serie How to Pimp Your Tortenset. Wenn du jetzt sagst, mir reicht es nicht, einfach nur Boden, Tortencreme zu stapeln,
dann schau dir bitte auf unserem YouTube-Kanal die Videos an, How to Pimp Your Tortenset, da geben wir schon viele Abwandlungsideen. Die einfachste Möglichkeit ist, was viele Kunden auch machen, einfach hier nochmal einen Spiegel an Marmelade drauf zu machen, Tortencreme drauf zu packen, frisches Obst drauf zu packen und dann den nächsten Boden. Stapel also jetzt deine 6 Böden. Bitte achte darauf, dass du den 2., 4. und 6. Boden verkehrt herum rauflegst, also mit dem Backboden nach oben. So stellst du sicher, dass deine Torte sehr gerade gestapelt wird. So, und wenn das Ganze fertig ist, dann muss das Ganze in den Kühlschrank. Wenn du das Gefühl hast, gerade wenn du noch viel dazwischen gepackt hast, ist ganz schön wackelig hier, dann kannst du gerne mit einem Schaschlikspieß oben noch reinführen. Den entfernst du später, wenn die Torte an Stabilität gewonnen hat. Wie gesagt, jetzt in den Kühlschrank packen und erstmal gut anhärten lassen. Und nach ca. 10-15 Minuten, würde ich mal sagen, kannst auch gerne länger dran lassen, holst du dir deine Torte bitte raus. Und dann nimmst du dir jetzt deine 2. Portion Tortencreme vor, die dazu gedacht ist, die Torte jetzt einzudecken. Und du streichst jetzt deine Torte erstmal vorsichtig ein mit Tortencreme mit einer sehr, sehr dünnen Schicht. Hier ist es so, dass wir erstmal alle Krümelchen einfangen, die hier noch ein bisschen rumfleddern. Und wenn du einmal rundherum bist, dann geht das Ganze wieder in den Kühlschrank und muss gut anhärten. Die nächsten Schichten Tortencreme sind jetzt aber dazu gedacht, dass du deine Torte schön gerade eindeckst. Dazu nimmst du dir wirklich viel Tortencreme auf dein Buttermesser oder deine Winkelpalette. Ich würde dir gerade bei diesem Tortenset wirklich eine Winkelpalette empfehlen. Ich sage dir auch später warum. Gebe also viel Tortencreme jetzt auf das Äußere deiner Torte rundherum und dann hast du einen Scraper in deinem Set und idealerweise packst du die Torte auf einen Drehteller und dann ziehst du jetzt überschüssige Creme ab. Das machst du einmal rundherum und sicherlich in diesem ersten Vorgang wirst du auch noch nicht vielleicht alle Unebenheiten behoben haben, ausgemerzt haben. Trotzdem geht die Torte erstmal so in den Kühlschrank. Bitte sei geduldig und warte darauf, dass diese Tortenschicht anzieht und anhärtet. Es dann macht es Sinn, die nächste Schicht Tortencreme raufzugeben und wieder an Stellen, wo die ganze Torte noch nicht gerade ist, Tortencreme abzuziehen mit deinem Scraper, bis du dann mit deinem Ergebnis zufrieden bist. Wer mag, kann gerne oben noch Tortencreme raufgeben. Obwohl es bei diesem Tortenprojekt eigentlich gar nicht notwendig ist, denn nachher kommt hier noch ganz viel Tortencreme in Form vom Bierschaum drauf. Das heißt, wenn deine Torte sogar oben etwas schief ist, dann ist es bei diesem Tortenprojekt auch gar kein Beinbruch, weil wir können nachher mit dieser Creme ganz, ganz viel noch kaschieren. Das ist wie im wahren Leben. Alkohol täuscht die Wahrnehmung. Nach einem weiteren Kühlvorgang holst du deine Torte wieder raus. Wenn du jetzt sagst, ach ja, jetzt ist sie aber relativ gerade wie ein Zylinder eingedeckt, dann machen wir noch ein bisschen Feintuning. Feintuning heißt, wir streichen das Äußere wirklich super, super glatt. Dazu nimmst du dir wieder deine Winkelpalette idealerweise oder halt dein Buttermesser, tauchst das bitte in warmes Wasser und gehst jetzt bitte einmal rundherum um deine Torte. Dadurch wird die Oberfläche nochmal super, super glatt. So kleine Löchelchen oder so, die du da hast, die werden auch nochmal ausgemerzt. Und du wirst sehen, dass die Farbe dadurch auch nochmal intensiver wird. So, wenn du mit diesem Vorgang fertig bist, weil der dauert ja in der Regel auch ein paar Minütchen, ist ja die Oberfläche deiner Torte trotzdem etwas weichlich. Das ist eigentlich jetzt die perfekte Voraussetzung für den nächsten Arbeitsschritt. Und zwar ist es so, dass ich dich jetzt bitte, einen handelsüblichen Teelöffel dir rauszunehmen. Und jetzt geht es ja darum, dass wir diese Einkerbung im Bierkrug schneiden müssen. So, und damit diese ganzen Einkerbungen im gleichen Maß verteilt sind, behelfen wir uns jetzt oben, indem du jetzt bitte einmal den Teelöffel oben auflegst, so wie du es im Video siehst und jeweils an den breiten Enden hier einen Strich ziehst. Wenn man diesen Strich sieht, ist es nicht schlimm. Wie gesagt, der Schaum kommt ja später noch rüber. Das ist jetzt nur, sind jetzt nur Behelfslinien. Dann drehst du den Löffel um und machst das Gleiche auf der genau gegenüberliegenden Seite. Und dann nochmal rechts und links, dass das Ganze sozusagen wie ein erweitertes Kreuz ist. Dann hast du also schon 4 Markierungen und dann zwischen die einzelnen Markierungen dann nochmal in der Hälfte jeweils auch nochmal Markierungen setzen, sodass du insgesamt dann die Abstände für 8 Einkerbungen später hast.
So, und wenn du jetzt das Maß gefunden hast, das heißt, du siehst ja oben die kleinen Einkerbungen, geht es jetzt darum, dass wir diese auch wirklich jetzt in die Torte reinschneiden müssen. Und da ist es ganz gut, wenn das Äußere deiner Tortencreme nicht hart ist, sondern leicht weich ist, weil sonst bricht es manchmal ein bisschen weg. Das heißt, du nimmst dir das Maß deiner ersten Kerbe oben vor und ziehst es gedanklich jetzt nach unten. Lasse bitte oben und unten einen Löffel Breite frei. Zieh dir bitte die Linie und dann haben wir halt oben und unten noch so eine halbrunde Ende geschnitten. Bitte gut jetzt einschneiden und das machst du bitte einmal rundherum. Dadurch, dass die äußere Tortencreme nicht zu hart ist, sondern relativ weich ist, hatte ich ja schon gesagt, sollte dir nicht viel einbrechen, sondern du solltest gute gerade Linien schneiden können. Und wenn du einmal rundherum bist, dann gibst du bitte die Torte erstmal jetzt in den Kühlschrank. Weil jetzt ist es schon wichtig, dass die Torte außen herum anhärtet. Das erleichtert dir später das Rausnehmen der Vertiefung. Das heißt, sei jetzt bitte geduldig, lass die Torte bitte gut und gerne 15 Minuten im Kühlschrank stehen. Und dann nimmst du dir jetzt bitte deinen Teelöffel vor und jetzt holst du die Vertiefung so raus, wie du es im Video siehst. Eigentlich muss man da wirklich nur reingehen, wie man eigentlich ein Tortenstück isst. Einfach reingehen, runtergehen und dann nimmst du nicht nur die Schicht an Buttercreme weg, sondern immer auch einen ersten Teil an Teig. Und das machst du auch einmal rundherum. Ja, und dann kannst du es selber sehen, wenn du denkst, ah, jetzt müsste die Torte mal wieder in den Kühlschrank, du kriegst ja irgendwann ein Gefühl mit, ne? Ist sie zu weich oder so, dann packst du sie auch nochmal kurz in den Kühlschrank. Ansonsten kannst du jetzt bitte deine letzte Portion Tortencreme nehmen, die 4 bis 5 Esslöffel. Und jetzt gibst du, wie du es schon vom Crumb Coating kennst, erstmal eine dünne Schicht an Tortencreme auf die Vertiefungen. Gibst das Ganze wieder in den Kühlschrank. Und dann wahlweise musst du natürlich in einem weiteren Schritt hier auch nochmal nachbessern. Und jetzt ist hier auch ein bisschen dein Modelliertalent gefragt. Die Einkerbung solltest du also idealerweise mit einer Winkelpalette gut ausarbeiten. Auch hier ist es so, dass es gut ist, wenn du die Winkelpalette mal in warmes Wasser reintauchst und hier auch über die Vertiefung gehst. Dadurch wird es schön glatt. Auch die Kanten bitte gut ausarbeiten. Auch insgesamt bitte mit der Winkelpalette nochmal gut rumgehen und glatt ziehen. Und hier verstreicht sicherlich ein bisschen Zeit ins Land, weil hier ist, je nachdem, welchen Anspruch du hast, muss man schon ein bisschen modellieren, dass es halt gut aussieht. Und wer zu allerletzt sagt, ich habe so einen großen Anspruch, das soll wirklich sehr, sehr schön und glatt aussehen, der kann seinen Finger auch zur Hilfe nehmen, den mal nass machen und an den Kanten mal mit dem Finger lang gehen. Nur die Leute, die sagen, davor ekel ich mich nicht, das bleibt alt in der Familie, die kennen meinen Daumen. Beziehungsweise nachher schneide ich ja auch ein Stück Torte ab und halte es mal kurz mit dem Daumen fest. Mich stört es nicht, wenn ich mal kurz mit dem Daumen an die Torte rangehe. Wenn du damit also fertig bist, geht die Torte erstmal wieder in den Kühlschrank. Und in der Zwischenzeit machen wir jetzt den Bierschaum. Dazu nimmst du dir bitte dein drittes Stück Butter. Idealerweise ist das auch zimmerwarm, sodass du es gleich weiterverarbeiten kannst. Bitte in den Mixer geben und genauso anrühren, wie du schon vorher kanntest. Erstmal gut mixen, dann den letzten Beutel Tortencreme reinmachen, die letzten 100 Milliliter Milch. Und dann hast du deinen Schaum fertig. Dann brauchen wir es nur noch alles zusammenbauen. Das heißt, nimm dir jetzt deine Torte vor. Deinen Griff, den hast du ja schon idealerweise Tage vorher gemacht. Der ist jetzt wirklich sehr hart und stabil. Den gibst du jetzt einfach an deinen Krug ran. Dann, ich weiß es nicht besser auszudrücken, klatschst du oben den Bierschaum rauf, die Tortencreme rauf und machst es so, wie es dir gefällt. Ja, wir haben hier natürlich an den Seiten auch ein bisschen Schaum runterfließen lassen. Oben haben wir es ein bisschen hügelartig gestaltet, das heißt, wir haben von der Mitte immer nach außen hin etwas runtergestrichen, sodass es ein bisschen gewölbt ist oben. So, dann kommt natürlich euer Cake-Topper ins Spiel, der ist riesig. Ich hole mal kurz einen kleinen Augenblick. So, da bin ich wieder. Da ist das gute Stück. So kommt das Ding zu euch nach Hause in dieser Verpackung, gut geschützt. Wir haben ihn nachgemessen, der ist gut und gerne 30 cm lang, plus dann der Stiel, der dann noch in die Torte geht, also ein Riesending. Das heißt, in den Kühlschrank wird es im Regelfall nicht mit reinpassen. Die Torte an sich, die ist ja meist schon 20 cm hoch, plus dann nochmal 30 cm an Cake-Topper, wäre 50 cm, ein halber Meter, den du Platz bräuchtest, an Höhe im Kühlschrank. Der kommt natürlich jetzt noch auf die Torte rauf. Wer jetzt sagt, die Farbe auf meinem Tortenkrug, das Gelb,
Ist ein bisschen anders, ist doch zu dunkel geworden als dann das Gelb hier auf diesem Cake-Topper. Der kann natürlich trotzdem jetzt auf diesen Cake-Topper unten etwas Tortencreme nehmen und etwas raufschmieren. Das sieht auch nochmal ein bisschen echter aus. So, und dann einfaches Prinzip oben einstecken. Und zu guter Letzt haben wir dann noch unsere Herzen platziert. Bei uns hat es so gehalten, wenn die aber zu hart irgendwann sind, dann könnte es sein, dass sie umkippen. Deswegen hatte ich dich gebeten, den Rest des Fondants, den du rausbekommen hast bei diesen Griffen, als du da abgeschnitten hast, aufzubewahren. Den könntest du jetzt benutzen. Und zwar, ja, den kannst du jetzt einfach zu leichten Kügelchen formen und dann unter das Herz packen oder unter die Herzen packen. Und so hält das Ganze viel, viel besser. Kannst das Ganze aber natürlich auch oben auf die Torte setzen. Egal wie, ist dein Bierkrug aber jetzt schon fertig. Und ich hoffe, es hat super geklappt. Tada! Und wieder ist ein Tutorial zu Ende. Eine sehr, sehr einfache Torte. Ich würde meinen, dass sich da schon der eine oder andere sich drüber freuen wird. Wenn du die Torte gemacht hast, freut mich, wenn du uns einen Kommentar hinterlässt. Du kannst uns aber auch gerne eine Nachricht hinterlassen, was dir bei uns im Shop mal fehlt. Welche Torte sollten wir mal entwickeln? Wenn du Lust hast, dann klicke gerne den Abonnieren-Button. Beziehungsweise, wenn dir das Video gefallen hat, wäre es schön, wenn du uns einen Daumen hoch da lässt. Besuch uns gerne auf allen anderen gängigen Social-Media-Kanälen, die da wären. Klar, wir sind auf YouTube, wir sind auf Instagram, auf Facebook und auf Pinterest. So, mach uns da eine Freude, besuch uns da. Verfolge uns da und dort kriegst du auch sämtliche Updates. Toi, toi, toi beim Gewinnspiel, wer mitgemacht hat. Und ich sehe dich beim nächsten Video. Eure Anja von Torte mich, dem Shop und dem Kanal für die Tortensets mit der Extraportion Liebe.